Ja, ja, was ist denn los, hey Leute, hier ist wieder der Benny und der Hanna von den Two Epic Buddies zu einem neuen Video von uns. Und ja, wir möchten heute mal über einen krassen Typen reden, der es fertiggebracht hat, innerhalb von 16 Stunden 4 Liter Red Bull zu saufen, während ein COD zockt auf einer LAN-Party. Und ja, Hanna, was ist da genau passiert? Erzähl mal was. Ich muss noch kurz davor sagen, wir haben vorhin gerade aufgenommen und ja, ich war wieder mal so groß. Du Ottermensch! Und nicht den Aufnahme-Button gedrückt. Yay! Jetzt freuen sich alle natürlich. Und ja, jetzt machen wir das zweite Mal. Jedenfalls hat der Typ 4 Liter getrunken. Energy Drinks, ja, 4 Liter. Schaffe ich nicht mal mit Wasser 4 Liter zu trinken. Der trinkt einfach mal Energy Drinks 4 Liter. Und ist dann ins Koma gefallen. Und natürlich hat er dabei COD gezockt. Und ja, im Endeffekt hatte der dann einen richtigen Bluthochdruck und was weiß ich. Und musste 13 Tage im Spital, im Krankenhaus verbringen. Der hat so hart Call of Duty gesuchtet und so geschwitzt. Wirklich, der wollte einfach in den verfickten Deutschen abfucken, weil er ein verfickter deutscher Tryhard ist, ein richtiger Abfucker. Und ist dann, ja, nach 16 Stunden verreckt. Also circa, wie viel Watt? Das war Norweger, das kann kein deutscher Abfucker, das ist ein norwegischer Abfucker. Norwegischer Abfucker. Also er ist dann quasi 14 vor Nuklear gestorben. Ja, würde ich auch sagen. Und ja, was ist jetzt mit dem eigentlich los? Es geht ihm anscheinend wieder gut, er muss den Medikamente und so ein Zeug nehmen gegen den Bluthochdruck. Auf man muss schon sagen, ist auf jeden Fall ernste Geschichte, also eigentlich nicht ganz so lustig, weil wenn man so dämlich ist und in 16 Stunden zocken 4 Liter Red Bull soft, also ich muss auch ist dazu auch sagen, schon Dummheit in gewisser Weise. Ich muss auch sagen, der braucht nach 16 Stunden schon 4 Liter Energy Drinks. Was ist los mit dem? Was ist los mit der Jugend? Ich habe, glaube ich, während unseres 24-Stunden-Livestreams nicht wirklich eine Dose Red Bull getrunken. Ich glaube, 2 Schlücke und das waren das. Man muss anmerken, ein normaler Mensch hat so einen Rhythmus, 16 Stunden wach bleiben und 8 Stunden schlafen. Genau. Und der war 16 Stunden wach und brauchte 4 Liter Energy Drinks. What the fuck, Junge? No was hand. Ist los mit no dir? No hand. Der braucht ein bisschen mehr Training, aber man muss sagen, er war 14, okay? Erstens mal, nein, er ist auf einer öffentlichen LAN-Party, glaube ich, gewesen. Mit 14 COD-Zocken, strafbar. Ist das nicht strafbar, wenn man das auf einer LAN öffentlich macht oder so? Ich weiß es nicht, wie das so ist. Oder er braucht eine schriftliche Genehmigung von seinen Eltern. Auf jeden Fall, ja, krasser Typ. Ich möchte wissen, was seine Eltern dazu gesagt haben. Ich glaube, der wird nie wieder COD zocken. Nie wieder. So, für den Rest deines Lebens, du kommst nie wieder an den PC. Ich glaube, in Norwegen wurde COD jetzt gebannt oder so. Es wird wieder alles auf COD geschoben. Was 14-Jähriger zockt COD und fällt ins Koma. Ja. Gab es ja auch vor ziemlich langer Zeit auch so eine Geschichte mit WoW, der hat einfach so lange WoW gezockt, bis er tot war oder so. Er hat aufs Essen vergessen und ist dann tot umgefallen. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Und ja, wir kommen zuerst noch zum Gameplay im Hintergrund, weil ich erst gesagt habe, 16 vor Nuklear ist der Typ verreckt, kann man so sagen. Im Hintergrund läuft ein fast Double Nuklear Gameplay, es war leider dann bei der zweiten 24er Streak das Game zu Ende auf, was war das für eine App? Hijack, genau. Und ich habe mit der Sky Age mit Vollmantel und so weiter gezockt, schafft und keine Ahnung was noch, YOLO. Magazinerweiterung, genau. Und ja, war ein geiles Gameplay, könnt mal reinschreiben, was ihr so vom Gameplay hält und was ihr so von dem Typen hält. Oder wie viel Red Bull ihr in 16 Stunden trinkt? Hat das schon jemand versucht, 4 Liter Red Bull zu trinken? Ich würde sagen, lebt ihr noch nicht aus. Ich glaube, die es probiert haben, die sind jetzt nicht mehr unsere Abonnenten. Die sind jetzt schon ja, irgendwo im Nirvana. Nee, die sind im Nirvana. Naja, auf jeden Fall krasser Typ. Ich habe maximal, glaube ich, bis jetzt 2-3 Energy Drinks oder so getrunken. Also ihr könnt ja mal schreiben, wirklich, was euer Maximum bis jetzt war. Aber ich muss wirklich sagen, Red Bull ist nicht mal so ohne, also Energy Drinks. Wenn ich zum Beispiel irgendwie am Wochenende mal irgendwo hin saufen gehe und ich trinke dann, keine Ahnung, 2-3 Dosen, am nächsten Tag reißt es mich ungefähr den ganzen Tag, dann habe ich wirklich eine richtige Zitterhände. Ja, die hat er so oder so. Ja, ich muss dir vorstellen, nach 4 Liter Energy Drinks, Junge. Der muss zittern bis zum geht nicht mehr. Der muss da, wenn er keine Rasen haben. Hier, denk Scorpion Evo auf Schnellfeuer. Da macht er mit der Scorpion Evo dann die Drake Shots. Fuck, halt. Wahrscheinlich kam dann einer mit Remington und langer Lauf um die Ecke und bekam einen Schuss ab und dann setzt er natürlich das Herzbeam aus. Na, auf jeden Fall würde ich sagen, ja, Ballet und gute Besserung an den Typen. Ja. Also, und noch eine Info, falls das jetzt der Schluss ist, oder willst du noch Refi labern? Nee.
diese geile funny Montage, was wir gestern gemacht haben, in Black Ops 2, die wird natürlich jetzt häufiger kommen, das wollen wir einfach häufiger machen. Wir haben so gesagt, im Schnitt alle 2 bis 3 Tage, also wahrscheinlich 3-mal die Woche soll das Ganze kommen. Und natürlich ein riesen Dankeschön mal an euch, dass ihr das so gut supportet habt. Und in letzter Zeit geht es allgemein... spritzt alles immer ab, genau. Alter, was ist los mit euch? Spritzt auf den Like-Partner, das geht richtig ab und das gefällt uns natürlich. Und dann wissen wir natürlich, dass ja, das, was wir machen, gewisserweise richtig ist und dass euch das auch Spaß macht. Und ja, wir wollen das jetzt häufiger machen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und in diesem Sinne, haben wir euch das Outro wieder. Genau. Like-Button abspritzen nicht vergessen. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Und man sieht sich dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.